Dann beginnt jetzt die Hauptstory, beziehungsweise machen wir die Hauptstory jetzt weiter und müssen die verschwundene Katze finden. Genau, das war die Quest. Dazu müssen wir wieder in das Haus unten rechts. Wenn wir laufen könnten. An denen vorbei, hier drin waren wir auch. Die Kiste da unten hatten wir auch. Das war Adrians Haus. Da war nichts. Nö, dann können wir hier rein. So, und zwar, was finden wir hier? Bomben! Jetzt geht die Story im Grunde weiter. Wir haben jetzt gerade ein Bellen gehört. Das kam wohl von unter uns. Was haben wir hier noch? Light Armor und ein Helm. Nice. Nochmal mehr Equip. Light Armor geben wir ihr. Heavy Helm. Ah, das könnte sie auch nehmen. Ja, aber... Wobei... Doch, die 15 Devs sind nice. Tatsächlich. Hier können wir Bomben... Also es gibt so, ne, eingerissene... Wandstellen. Und bei denen können wir Bomben benutzen. Wir brauchen keine, wir müssen keine neu kaufen. Die haben wir im Grunde genommen unendlich. Ja, können wir nochmal speichern. Ist nicht unbedingt notwendig. Hier gibt es jetzt ein paar Gegner, die geben doch ganz gut EP. Holy shit. Der Typ macht Damage. Ja, theoretisch könnte ich hier jetzt auch Autofight machen, beziehungsweise diese Story Mode Ability benutzen. Aber ich versuche es nicht zu abusen. Jetzt so machen. So, da ist der Typ. Wir können da nicht hingehen. Also ich zeige es von der anderen Seite. Wir müssen nämlich erst all diese Schalter aktivieren. Passiert jetzt erstmal nichts, aber wir brauchen mehr von denen. Einer allein reicht nicht. Wenigstens machen wir jetzt auch Damage. Sollte mich, glaube ich, auch um Agility mal kümmern. Dass wir öfter angreifen können. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen sinnvoller als Attack. Ich weiß nicht. Ich kann mich da immer schwer entscheiden, weil ich bin lieber so einer, der mehr Damage macht. So, wir gehen erstmal da hoch. 50 Coins. Zweiter Schalter. So, das ist im Grunde so ein, wie soll ich es nennen, so eine Art Levelraum. Das heißt, ich kann hier jetzt die zwei Gegner clearen, kann rausgehen und komme wieder rein, dann sind die zwei Gegner wieder da. Genauso sind die Gegner draußen auch wieder da, nur bin ich hier schneller an den Gegnern und kann dann besser farmen. Das hat er jetzt versucht uns so zu erklären. Finde ich nice, dass es so Räume gibt, weil wir bekommen ja, glaube ich, 1000 EP pro Fight. Gerade mit der Story Mode Ability ist halt ziemlich easy zu farmen. So, sie hat ein Level Up. Ich überlege jetzt echt auf Agility zu gehen.
Erhöht auch die Dodge-Rate. Ach so. Hm. Verkehrt ist es nicht, ne? So, ich nehme jeden Kampf nur einmal mit. Ich denke, das reicht doch. Wir sind echt gut gelevelt. Allein, weil wir die ganzen Quests noch mitgenommen haben. Tschüss. Ich hoffe, dass Adrian noch ein Level bekommt. Das haben wir gemacht. Wir gehen... Oh mein Gott. Wir gehen weiter. Zuerst mal hier rüber. Ein Kampf mit nur zwei Gegnern bedeutet weniger Erfahrungspunkte für uns. Ich habe den gerade gekrittet. 136 abgezogen, das ist sehr untypisch. Negative Zustandsveränderungen verschwinden im Übrigen auch nach dem Kampf. Genau, hier ist es dunkel. Können wir noch nichts machen. Ja, ist okay. Dazu müssen wir erstmal hier hoch. Oh, der hat direkt zu uns geturnt. Hatte ich so nicht aufgepasst. Ich hoffe, dass es okay ist, dass ich die Kämpfe so zeige und nicht den Story-Mode jedes Mal benutze. Oder Auto-Battle oder sowas. Ich finde, das muss nicht sein. Gut, hier müssen wir jetzt einmal außen rumlaufen. Netterweise, weil das Spiel so viel Bock hat. Dass man Krampf bekommt. Und wir haben eine Laterne. Damit können wir jetzt da unten, nämlich in die Höhle rein. So, es ist nämlich ganz wichtig, dass wir das jetzt tun, sonst würden wir jetzt in den nächsten Abschnitt nicht weiterkommen. Nämlich ein Smart Guy. Beziehungsweise, nee, halt, wir können hier nicht weiterkommen. Genau. Stimmt, sorry, ich habe wieder Müll gelabert. Das finde ich ultra lustig. Es gibt hier drei Knöpfe. So, normalerweise müssen wir die richtige Reihenfolge kennen. Da es nur drei Knöpfe sind, kann man raten. Finde ich ultra lustig und zwar... Das habe ich beim ersten Mal gemacht. Einfach alle drei gedrückt. Ja, es wäre aber zu einfach. Hab dann den ersten wieder entlockt. Und das war's dann. Und ziemlich lustig. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Genau, da hinten dran ist nämlich der letzte... Hebel. Stimmt. Dann öffnen wir jetzt eine geheime Tür, die wir theoretisch vorher auch hätten entdeckt haben können. Nur da ich wusste, dass sie da ist, habe ich das erspart. So, wir nehmen den Fight noch mit. Vielleicht kriegt Adrian ja noch ein Level up. Ich kann aktuell nicht sagen, ob die Agility-Leiste wirklich schneller vollgeht. Bei ihr. Wobei es waren auch nur 10 Punkte, ja. Vielleicht haben wir es irgendwann später auf 300 oder so. Den Wert. Und dann ist es wirklich insane. Ja, er hat ein Level up. Bei ihm level ich, ich überlege gerade Defense, Agility oder Attack. Ich glaube Attack einfach bei ihm straight up Angriff. So, erstmal hier hin. Gut, wir sollten ihn ignorieren. Hier kann man nochmal Sachen kaufen, brauchen wir nicht. Ah, das ist mega nice. Und zwar gibt es in Dungeons oder auch in der Story, bis jetzt hatte ich noch keinen anderen gefunden, gibt es diese Kristalle und die sagen uns, was für ein Power-Level das Areal hier hat. Damit man weiß, ah, okay, ich bin zu schwach, zu stark, ich muss leveln etc.
Party Level 4. Das heißt, Minimum, also das Level von unseren beiden Charakteren im Durchschnitt sollte 4 sein. Partygröße 2 und Equipment Tier 1. So, das sollte aber hinhauen. Denn ist alles auf 1 bei beiden. Entschuldigung, ist noch recht spät. Level ist 5 und 6. Das ist mega nice. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Wir können noch safen, aber ich glaube, das kommt jetzt automatisch. Wir gehen weiter. Point of no return. A difficult battle lies ahead. If you're strong enough. Ja, wir sollten es schaffen. Potions haben wir auch. Jetzt dürfen wir nochmal safen. Und Point of No Return heißt ja, man kommt jetzt nicht mehr zurück. Das heißt, wir gehen in den Kampf und dann fighten wir da auch. Oder in den nächsten Abschnitten, da hängen wir dann fest. Wir gehen weiter. Und finden viele verschwundene Haustiere. Die anscheinend alle entführt wurden oder hierher gelockt wurden, wie auch immer. Das klingt nach ihrem Tier, Hund, Katze, was auch immer. Gehen wir mal hin. Ah, stimmt, nee, Katze war das, ja, genau. Und er hat uns gefunden. Unlucky. Gehen wir wieder zurück. Azathel. Genau, klingt nach einem Vampirnamen. Gut. Jetzt dürfen wir fighten. Wir würden uns nicht töten, etc. Muss es auch machen. Also die typische Boss-Gelabere meistens. Jetzt benutzt die Scout automatisch, finde ich lustig. Er hat 400 HP, 80 Attack, das ist viel. Agility, Defense, Mind ist alles ganz okay. 400 HP ist halt viel. Has no weakness. Genau, er wird nicht angreifen, bis seine Tiere nicht erledigt sind. Und im Übrigen können wir auch ihn nicht angreifen. Das steht hier jetzt nicht dabei, aber das weiß ich leider. Gut, wir können keine großartigen Zustandsveränderungen zufügen. Battle. Attack. Auf wen gehen wir denn? So, ist egal, mit welchem wir anfangen. Wir müssen allerdings darauf achten, wenn er dran ist, mag er nämlich ein Tier, was er dann mehr oder weniger aufsaugt. Exakt. Er opfert nämlich eins seiner Monster und wird dann dadurch stärker. Er mag es immer. Oh, shit. Unlucky. Drei Züge noch. Ei, okay. Jetzt sollten wir natürlich das Monster angreifen und erledigen. Noch zwei. Wird unlucky. Eins. What the fuck, warum ging das so schnell? Och nee, oder? Okay, das ging ultra fast. Vielleicht hat aber auch keine andere Option, dass das passiert. Den können wir am Leben lassen, weil dem haben wir schon hart zugesetzt. Okay. Den werden wir jetzt erledigen. Shit, er kriegt kaum Damage. Das ist unlucky. Ich habe doch... Alter Jungs, was geht jetzt ab?
Ich habe noch einen ziemlich geilen Skill mit ihm, und zwar nur Deathbleed, brauche ich nicht. Cyclone, das macht auf alle Damage. Der kriegt auch Damage? Okay. Wundert mich, dass der Typ auch Damage bekommen hat. Nee, stimmt, er heilt sich. Genau, das war das. Nicht, er bekommt keinen Damage, sondern er heilt sich dann, wenn die Tiere noch leben. Gut, der Wurm da unten. Oder die Schlange oder was auch immer. Allerdings ist der Typ fast down. Sollte ein Item zu sich nehmen. Ich glaube, dass er ein Tier zu sich nimmt, ist irgendwie Standard. Ich glaube, es kann nicht passieren, dass er nicht ein Tier opfert. Und halt einfach nur, um es zu zeigen, was lustig ist. Sind alle down? Das heißt, haben wir nur noch den Typen vor uns mit seinen 400 AP. Können im Grunde genommen, glaube ich, A-Spam, sollte nichts passieren. Beziehungsweise benutzen mit der Lita noch einen Skill, und zwar den hier. Wow. Gut, war jetzt nicht der Hit. Aber er macht Schaden. Das steht fest. So, der Kampf wird jetzt ziemlich eng. Ja. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich hatte zu viel Angst, dass etwas da schief geht. Sehen wir, wie viel Leben er hat? Weil wir ihn gescoutet haben? Nee. Aber er sollte jetzt gleich down sein, den nächsten zwei Attacken. Zum Glück ist er auf sie gegangen, sonst wäre er gestorben jetzt. Power Strike, come on. Nice. Puh. Haben wir erledigt. Fast 5000 EP. Mega nice. Und wir haben ihn erledigt. Zumindest sind die Tiere jetzt auch alle wieder frei. Aber warum man mit einem Vampir zusammenarbeitet, ist natürlich sehr fraglich. So, wir haben die Flöte jetzt auch. Ich weiß gar nicht, was sie macht, um ehrlich zu sein. Ich habe auch komplett vergessen, dass man die bekommt. Coins. Mega nice. Das sind im Übrigen die 500, die wir jetzt benutzen können, um Hammerherstellung zu erlernen. Hammercrafting. Ich glaube, das werden wir auch machen. Ich glaube, das ist bewusst, dass man das bekommen hat. Diese 500 hier. Ich glaube, dass man es auch lernen kann, wenn man schon hier ist. Level up.
Soll ich noch ein Agility? Ich glaube fürs erste Jahr. Ein bisschen gemerkt hat man's. Ich werde jetzt allerdings hier erstmal die Aufnahme beenden. Wir haben jetzt einiges gemacht. Als nächstes werden wir den Auftraggeber. Lol. Den Auftraggeber aufsuchen und ihm den Ring zurückgeben. Ob das alles soweit funktioniert, beziehungsweise es irgendwelche Komplikationen gibt, Schwierigkeiten etc., sehen wir beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und haut rein!